Was ist blumig, beziehungsweise was ist blumig in einem Destillat? Es gibt Produkte, Spiritosen oder Wein, die sehr, sehr oft florale Töne haben. Florale Töne sind eben blumige Töne. Das kann gehen von der Geranie über die Rosen bis hin zum Flieder, welche Blüten auch immer. Aber hauptsächlich findet man bei dem Grundprodukt Traube sehr, sehr oft auch im Destillat florale Töne. Verwendet man für einen Weinbrand oder für einen Traubenbrand, was auch immer, zum Beispiel einen Sauvignon Blanc oder einen gelben Muscatella, so wird man automatisch natürlich auch diese eigentlich prime Aromen ins Destillat hineinbekommen und wird ein Traminer oder auch teilweise ein gelber Muscatella-Brand hergestellt, dann wird man auch die Aromatik von Rosen bzw. Rosenöl im Glas finden. Als armes Göl servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.TV oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.